Buongiorno, live aus Pompeji. Hallo, lieber Uli, wie geht's dir? Verstehe noch gar nichts. Dein Ton müsstest du Jetzt einstellen. aber wirst du mich hören. Ja, das ist jetzt eine ganz andere Qualität als letztes Mal. Was habt ihr gemacht? Gar nichts. Das hängt bei uns, weil wir keine Festnetzleitung haben, immer sehr stark davon ab, was so durch die Luft flimmert. Okay. Dann ist das heute ein positiver Tag. Ja, das sieht so aus. Selbst das Bild ist ganz stabil. Wow. Um auf deine Frage zu antworten, den Corona-Umständen entsprechend geht es ganz gut. Wie das so ist inmitten des entfesselten Wahnsinns. Ja, und in Italien, wie wahnsinnig ist es da? Ja, das ist halt alles so ein Flickerlteppich. Die Lombardei, wo wir ja, wenn wir in Italien sind, uns meist aufhalten. Die Lombardei passt ja zu dem Wirtschaftskrieg, der sich dahinter verbirgt, ist ja im Brennpunkt des ganzen Geschehens. Die Lombardei war ja auch 3 Monate praktisch komplett geschlossen Anfang des Jahres. Und in dem Dreieck zwischen Turin, Südtirol und Venedig befindet sich ja praktisch die gesamte Wirtschaftskraft des Landes. Also da ist der Ansatzpunkt wirklich, würde ich sagen, sehr gut nachvollziehbar, gut gewählt von den Erfindern des Dramas. Von den Erfindern. Das ist ein guter Regisseur, der das gemacht hat. Also da muss man eine Ja, gewisse Hochachtung haben. So einfach geht es nicht. unbedingt. Also das von so langer Hand so vorzubereiten, dass auch keiner auf die Idee gekommen ist. Also mir ist das nicht bekannt, dass jemand den totalitären Anschlag auf die gesamte Welt über die Gesundheitsschiene machen wird. Also das hat mich doch überrascht, obwohl ich mich ja nicht erst seit gestern damit befasse. Das heißt, die wenigen, die ein bisschen was noch von Gesundheit verstehen, die haben jetzt besondere Verantwortung. Ja, wenn man denen zuhören würde, da bin ich ja sehr, sehr ernüchtert, würde ich sagen, aufgrund meiner psychologisch-medizinischen Vorgeschichte. Ich habe mich viel mit dem Irrationalen befassen dürfen. Denn letztendlich werden ja Menschen reduziert als Personen irrational und fangen an, aufgrund gesellschaftlich anerzogener Muster, Sitte, Bildung, Moral, preußische Werte, fortwährend gegen sich und ihr Überleben zu handeln und sind dann auch nicht zugänglich für sachliche Argumentationen. Und dann habe ich irgendwann mal begonnen, mich mit Massenpsychologie zu befassen, habe dann das dort im Großen wiedergefunden. Die Masse, auch jetzt die Masse der neuen Gläubigen in der Corona-Kirche, die ist einer sachlichen Argumentation überhaupt nicht zugänglich. Also diejenigen, die wir beide und hoffentlich auch noch viele andere ansprechen, sind eine absolute Minderheit und das wird auch bedauerlicherweise wohl eine Minderheit bleiben. Und deshalb sehe ich jetzt nicht unbedingt weniger Chancen, sein Leben neu zu ordnen, aber alles in allem ist das schon eine beklemmende, beängstigende Sache. Aus dem Grunde gehe ich so hier in Deutschland seit ein paar Monaten die kontrollierte Opposition an, weil das sind ja letztendlich die Gatekeeper. Weil ich meine, Mainstream-Medien, denen irgendwie noch Glauben zu schenken, ist schon eine harte Nummer. Ja. Das hast du Aber freundlich gesagt, ja. ja, aber dann meint man den Messias gefunden zu haben, wenn man da so ein paar Portale im Internet angeht, die hohe Zulaufzahlen haben. Die sind auch ganz sympathisch und gegenüber, ich sag mal, den Mainstream-Medien geht es da ja schon voran. Aber das sind dann eben auch Gatekeepers. Ja, David Brecht hat mal im ZDF irgendwie so dargestellt mit dem Rezo, dass es darum geht, bei den Journalisten Bubbles zu produzieren. Also ein Bubble, und in den Bubble werden dann die jeweiligen Follower eingesperrt. Und dann kommen sie da einfach nicht mehr raus. Und da bin ich so ein bisschen auf der Schiene von Nietzsche.
um eine neue Welt zu entdecken, ja, musst du aus dem Ei herausbrechen. Ja. Ja. Und von daher haue ich dann so ein paar Eierschalen klein. Ich versuche es zumindest. Aber ich denke, das ist der Weg. Aber kontrollierte Opposition so ein bisschen zu demaskieren, dann hast du die ganzen Follower, die dann gleich auf dich losgehen und die Eischale sich so wohl hinter der Eischale fühlen. Ja. Aber ich sehe das im Moment so den einzigen Weg, noch ein paar potenziell Vernunftbegabte so auf die Schiene zu bringen, dass sie sehen, was los ist. Und wie machst du das? Machst du das über deine wöchentlichen, glaube ich, sind wöchentliche, ne? Zoom-Meetings Macht oder es täglich. täglich? Täglich. Also Respekt. ich will Resultate erzielen, ja, und Ja. dann muss man halt alles geben. Und ja, da lege ich mich gerade mit Gott und der Welt an. Und ich denke, das habe ich jetzt mal so zu tun. Das ist irgendwie mein Auftrag. Ja. Weil ja, man könnte ein bisschen frustriert sein, wie wenige da irgendwie die Augen offen haben. Ja, also ich will nicht sagen, würde jetzt nicht sagen, dass ich frustfrei bin, aber ich habe leider nichts anderes erwartet. Okay. Dann erwarte doch mal, dann brainstormen wir vielleicht gerade mal, was jetzt so die nächsten Wochen, Monate passiert. Da ist jetzt heute die US-Wahl. Was erwartest du, was die nächsten Tage passiert? Was ich erwarte, also ich würde mich jetzt nicht trauen, das so auf Tage oder auf den Verlauf einer Woche zu fokussieren, aber ich habe mich sehr eingehend ja mit dem zu Beginn Anfang des Jahres mit dem sachlich-medizinischen Hintergrund befasst und habe ja auch bedingt durch meine medizinische Tätigkeit schon vor vielen Jahren die Auseinandersetzung mit der Frage nach Viren und Bakterien gehabt. Also sachlich ist das Thema an sich vom Tisch, aber um es politisch, massenpsychologisch verstehen und dann auch einschätzen zu können, da muss ich sagen, würde ich jetzt die echte, ernstzunehmende naturwissenschaftliche Komponente, die die Medizin ja irgendwann mal hatte, das ist ja zu Grabe getragen worden dieses Jahr, lasse ich die mal beiseite und gehe einfach auf diese Computersimulationen, die ja mehrfach im Laufe der letzten 20 Jahre abgelaufen sind und die eine erstaunliche Ähnlichkeit aufweisen. Und da muss ich sagen, ist es so, dass dieses Drei-Wellen-Modell, eine erste Welle, eine zweite schlimmere und dann eine dritte ganz fürchterliche, dass diesem Modell doch sehr, sehr konsequent gefolgt wird. Also ich neige dazu, ohne dass ich jetzt besonders geschichtsbewandert bin, zu sagen, noch nie in der bekannten Menschheitsgeschichte war so klar, was so von einem Monat zum nächsten im Verlaufe nicht nur dieses Jahres, vermutlich auch der nächsten 3 bis 4 Jahre stattfinden wird. Und deshalb, weil die Simulationen ebenso erstaunlich deckungsgleich sind und demnach dürfen wir, glaube ich, erwarten, das würde ich auch aus medizinischer Sicht, ist ja an sich eine banale Geschichte, so vorgehen, es so sehen, dass man innerhalb der nächsten 2, 3 Wochen so richtig Gas geben wird mit den Zahlen und die Wirtschaft, die Volkswirtschaften erneut und möglicherweise sogar gravierender und sehr viel länger abschalten wird, um diese zweite Welle mit dem wirtschaftlichen Todesstoß für viele und auch mit der weiteren Verängstigung höher kochen lassen zu können. Dann kommt hinzu, dass Medikamente wie Remdesivir und Chloroquin im Spiel sind und was in den Tests drin ist, weiß ja auch keiner so genau. Also alles das dürfte leicht genügen, plus die Sauerstoffüberdruckbeatmung mit viel zu hoher Konzentration, dass es wirklich tatsächlich jetzt mal mehr Tote geben wird als bisher. Bisher konnte man das ja selbst durch Statistikfälschung nicht wirklich darstellen. Und dann habe ich aus dem Kreis unserer Vereinsmitglieder von Verkehrspiloten gehört, dass die Fluggesellschaften gezwungen wurden, ab Anfang November ihren Flugplan bis auf 10% zu reduzieren.
Und das bis Ende März. Und das passt ziemlich exakt in diesen geplanten Zeitverlauf der sogenannten zweiten Welle. Also so gibt es dann tatsächlich auch konkrete Bestätigungen hier und da für das, was da im Busch ist. Also Prognosen bezogen auf die Wahlen, Trump oder nicht, also diese QAnon-Geschichte rund um Trump, die ja viele zu hoffnungsvoller Vorfreude stimuliert, die sehe ich so nicht. Also da gibt es ja diesen alten Spruch in der Diplomatie, wenn irgendein politisches, vor allen Dingen ein Großereignis passiert, dann ist es nie Zufall, sondern es ist immer geplant. Und dass jemand ungeplant US-Präsident wird, das halte ich für völlig ausgeschlossen, selbst bei meiner nur prinzipiellen Kenntnis geschichtlicher Abläufe. Also darf, glaube ich, nichts erwartet werden. Da hat jemand, das habe ich nur angelesen, aber wer bibelfest ist, der wird das möglicherweise kennen aus der Apokalypse, dem Armageddon, dass es nicht nur ein erstes Tier gibt und dessen Malzeichen bargeldloser Zahlungsverkehr auf die Stirn geschrieben wird oder so ähnlich lautet es, heißt es, sondern dass noch ein zweites Tier daherkommen wird. Und ich habe über einen Bekannten, der gut befreundet ist mit einem wahrscheinlich der kompetentesten und erfahrensten Geschichtsrevisionisten, Wolfgang Eggert, habe ich dann mal, nachdem ich es vorher hier und da nur selber mal als flüchtigen Gedanken hatte, die sehr, sehr ausführliche und exzellent begründete Bestätigung dafür gefunden, dass die Bibel tatsächlich eine Art Regiebuch ist, ein Drehbuch ist für ein Szenario, dem man wirklich mit großer Konsequenz folgt. Insofern dürfen wir wahrscheinlich die jetzigen Ereignisse auch in einem noch größeren Kontext sehen, der sich möglicherweise dann nicht aus diesen Corona-Simulationen, sondern aus der Apokalypse der Bibel heraus ergibt. Und Wolfgang Eggert ist ein exzellentes Stichwort. Also die meisten dürften, die sich geschichtsrevisionistisch betätigen, mehr oder weniger viel von ihm abgeschrieben haben. Er ist ein ganz akribischer Typ. Es gibt auch das ein oder andere Interview auf YouTube, vielleicht auch nicht mehr inzwischen. Du hast eben von Über ihn. Simulation gesprochen. Also viele sind ja immer noch auf der Schiene, dass irgendwie Politiker hier irgendwas zu bestimmen hätten. Ja. Die QAnon-Typen sprechen irgendwie von Deep State, was aber ja auch ziemlich diffus ist. Jetzt, ich hatte dich gerade nicht gehört, Andreas. Gut. Also bis Deep Du hörst, State, da du konnte hörst. ich dir folgen. Genau. Also die QAnon-Leute sprechen von Deep State, aber bei Deep State kann man sich ja nicht so richtig was vorstellen. Die QAnon-Leute agieren aus der Anonymität. Sind die echt, sind die nicht echt? Dann sprechen sie von ja, dem Deep State, was eben diffus ist. Aber wenn man sich so ein bisschen mit Kriegsstrategien, mit der Kunst des Krieges befasst, dann macht es ja immer Sinn zu verstehen, wer ist wirklich ganz oben an der Pyramide, wer ist der oberste Strippenzieher. Ja, du hast eben von Simulationen gesprochen. Söder und Konsorten sprechen von künstliche Intelligenz voranbringen. Ja, da gibt es so Gerüchte, da gibt es einen Alexander Laurent, der spricht davon, dass hier so in unserer Galaxie eine künstliche Intelligenz das Sagen zumindest gehabt hat. Hast du dich mal mit dem Thema künstliche Intelligenz, langfristiges Ziel der Digitalisierung befasst? Also nicht nur habe mich, damit befasse ich mich weiter fortlaufend, weil ja die Nachrichtenmeldungen hierzu sich überschlagen und der Eindruck entsteht, wenn man den Vordenkern im Silicon Valley folgt, dass es tatsächlich möglich ist, dass man künstlich eine dem Menschen ähnliche oder sogar überlegene Intelligenz schaffen kann. Und das habe ich im Laufe der letzten Jahre immer wieder mit Elektroingenieuren, Informatikern, Programmierern im angeregten Gespräch gemeinsam durchdacht.
Und im Gesamtergebnis möchte ich das mal so formulieren. Ich unterscheide in der Psychologie, sonst kann man das, was in den Gesellschaften geschieht, nicht verstehen, zwischen dem Menschen als domestizierte Person und juristisch als Rechtsfiktion der natürlichen Person. Also ein ganz einfach dressiertes Lebewesen, was wie bei jedem Zirkus Dressurakt durch Sitte, Moral und Ethik auf eine bestimmte Spur gesetzt wurde. Und diese Person folgt ganz bestimmten gesellschaftlichen Werten, die durch Vorleben, Vorreden, auswendig lernen in den ersten 6 bis 10 Lebensjahren anerzogen wurden. Wenn ich als Person mich in der Gesellschaft bewegen will, muss ich den Regeln der Gesellschaft folgen. Ich muss der brave Mann, also der passende, rollenspezifische Mann, Frau oder zukünftig auch von mir aus andere geschlechtlich neutrale Rollen einnehmen. Ich muss, wenn ich Polizist bin oder Lehrer oder Rechtsanwalt, mich immer der Rolle entsprechend verhalten. Genauso auch innerhalb der Familie, die typische Oma, typische Opa und so weiter. Und in diesem Rahmen ist es so, dass das Handeln praktisch fortwährend gegen das eigene Leben und Überleben verläuft. Also nehmen wir die preußischen Tugenden. Ich arbeite zuverlässig und Tag ein, Tag aus für die größeren Ziele und Werte einer Gesellschaft, aber brauche mich dabei auf und werde immer kränker, immer schwächer. Um das zu verstehen, muss man also begreifen, dass es sich um einen Aufzuchtprozess handelt, der dann auch erst ein Unterbewusstsein erzeugt, weil ich ja all meine menschlichen Prioritäten und Bedürfnisse in den Hintergrund stellen muss. Meine Individualität als Mensch ist nicht gefragt. Mein natürlicher Egoismus, mit dem ich mich zunächst mal selber nähre, bevor ich dann stark für andere bin, alles das hat man ja auf den Kopf gestellt. Als menschlicher Antrieb ist es aber nicht zu vernichten. Ich muss es unterdrücken und damit entsteht für die Person die Notwendigkeit eines Unterbewusstseins. Und dieses Problem hat der Mensch nicht, sondern er handelt natürlich instinktiv, sachlich korrekt für sein Überleben und ist dann ganz selbstverständlich für die Gemeinschaft, für die Gruppe da. So, und jetzt komme ich zur künstlichen Intelligenz. Die künstliche Intelligenz kann nichts anderes tun, als bisheriges Wissen zu verwalten und unter Umständen auch durchaus neu zu vernetzen über vergleichende Betrachtung, statistische Auswertung. Aber sie ist immer, wird immer dazu verdammt sein, auf das zuzugreifen, was man weiß und das algorithmisch durchzuarbeiten. Das geht inzwischen rasend schnell. Aber letztendlich bleibt es eine Verwaltung vorhandenen Wissens auf der Grundlage eines vorhandenen Weltbildes, aus dem heraus überhaupt erst diese Fiktion entstanden ist, dass man eine, oder Vision besser gesagt, entstanden ist, dass man künstliche Intelligenz schafft, die dem Menschen dienen soll. Doch schon bei der Frage wird klar, dass hier irgendetwas nicht passen kann. Was soll denn eine künstliche Intelligenz, außer von mir aus ein Roboter, ein Saugroboter, der mir Arbeit in der Wohnung abnimmt, wobei ich selbst das für eine fragwürdige Innovation halte. Was soll die denn einem Menschen tatsächlich dienen? Und insofern haben wir eine Reflexionsfläche, die ich hochgradig spannend, hochgradig interessant finde. Also angestoßen einmal mehr durch diesen Corona-Irrsinn, dass wir von den üblichen Bespaßungen, mit denen wir uns im täglichen Leben von unseren Konflikten ablenken, Abstand nehmen mussten. Also wir werden mehr auf uns selber zurückgeworfen. Gleichzeitig kann man jetzt auch Vollgas geben bei der künstlichen Intelligenz und plötzlich stellt sich die Frage, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen mir, meinem menschlichen Dasein, meinem Denken, meinem Bewusstsein und einer künstlich geschaffenen Intelligenz? Die Person wird aufgrund dessen, was ich gerade beschrieben habe, die Frage vollkommen anders beantworten und wird vielleicht sogar die Vorstellung klasse finden, wie es der Ray Kurzweil wohl mal gesagt hat, dass man ab 2040 Unsterblichkeit technologisch darstellen kann, indem alles das, was ein menschliches Leben nach Vorstellung der Personen ausmacht, nämlich eine Audiospur, eine Videospur,
der Ereignisse und vielleicht dann noch der gedachten Gedanken, die aber auch in unmittelbarer Verbindung nur mit dem Gesehenen und Erlebten stehen, das in eine Maschine einzuspeisen und dann sei man also hochleistungsfähig und unsterblich, weil nach Belieben Ersatzteile herangeschafft und etwas ausgewechselt werden kann. Das ist ja auch die Denkrichtung. Das ist dann die Vision des digitalisierten Menschen. Genau, des digitalisierten, nicht des Menschen, sondern also in meinem Sprachgebrauch. Der digitalisierten Person. Ja, so. Genau, das wäre die digitalisierte Person. Und weil die Person, dazu gibt es auch hervorragende Bücher von Systempsychiatern, die Person hat begonnen, algorithmisch zu denken. Allein schon durch die kritiklose Nutzung der ganzen technologischen Möglichkeiten, sprich Smartphone, Computer und all das, was dann noch so zur Verfügung steht. Also die Person, die lässt sich tatsächlich in künstlicher Intelligenz abbilden. Der Mensch, aber als natürliches, beseeltes Lebewesen folgt nicht solchen Algorithmen, sondern der ist sachlich gesehen unkalkulierbar. Und dieser vermeintliche Denkprozess des Menschen ist auch nichts, was in irgendeiner Weise einer Berechenbarkeit unterliegt, weil wir hier eine Anbindung an die Natur haben und an die gegebene Situation, die sachlich, konkret, körperlich und spirituell bestimmte Erfordernisse, bestimmte Entscheidungen und Handlungen an das Überleben stellt. Und die Komplexität eines solchen Moments, aus dem heraus der Handlungsimpuls eines Menschen entsteht, situationsentsprechend, nicht aufgrund irgendeines anerzogenen Glaubens, diese Komplexität ist mathematisch gesehen unendlich. Die ist nicht berechenbar. Also das habe ich mit Programmierern und Spieleentwicklern auch besprochen, weil mich das interessierte, was denn so die Möglichkeiten sind, aktuell hier und heute und wie die Perspektive ist. Wenn wir nur eine Welle nehmen, die am Ufer eines kleinen Teiches ausläuft, ausgelöst durch einen Stein, der irgendwo in diesen ursprünglich ruhigen Teich geworfen wurde, dann ist die Bewegung dieser Welle bereits mathematisch und technologisch nicht darstellbar. Also man muss sie um ein Vielfaches in ihrem unendlichen Datenvolumen reduzieren, um für das Auge schon glaubwürdig die Oberfläche eines Sees und einer Welle und eines solchen Ereignisses zu gestalten. Aber es geht nur mit einer erheblichen Reduzierung des tatsächlich vorhandenen Geschehens. Und insofern sind wir hier schon an einem Punkt, wo klar wird, dass die menschliche Intelligenz, die jetzt nichts mit der Geschwindigkeit des Durchdenkens oder irgendwelcher mathematischen Prozesse zu tun hat, sondern in der situationsentsprechenden Reaktion auf ein unendlich komplexes Geschehen, dort scheitert jede Technologie und nach allem, was auf der Grundlage mathematisch auch herleitbar ist, wird das auch niemals anders werden. Und dann bleibt noch die Frage nach dem Bewusstsein zu stellen. Was ist denn das, was unser Bewusstsein ausmacht? Und hier bekommen wir weder philosophisch noch psychologisch eine klare Antwort. Es gibt also noch nicht einmal ein Konzept dafür. Und wenn ich es mit einem Konzept nicht greifen kann, ist jede Spekulation darüber, ob eine Maschine Bewusstsein haben kann oder nicht, völlig müßig. So, und der Mensch, letztendlich kommen wir dann, und dann wäre vielleicht noch der biologische Zeugungsprozess mit ins Spiel zu führen. Man ist, der das Ganze dann abrundet und eine Absage erteilt an die Vorstellung, dass wir in einer computersimulierten Welt, in einem solchen Universum leben, oder dass der Mensch selber eine Computersimulation ist. Denn selbst wenn man heute, das ist ja jetzt kürzlich erst gelungen, es laufen ja gerade alle technologischen Entwicklungen für diese digitale Diktatur, Hygienediktatur zusammen. Dieses Jahr, vielleicht war es auch letztes Jahr schon, das weiß ich jetzt nicht, aber spätestens seit diesem Jahr
kann man in einer künstlichen Gebärmutter Tiere aufziehen. Und wenn man Tiere aufziehen kann, mit Schafen hat man es beispielsweise gemacht, dann kann man das auch vielleicht jetzt schon mit Menschen. Es ist halt nur noch nicht publik und auch momentan noch nicht gestattet. Dafür muss man schon. Militärische Entwicklung geht ja immer so 50 bis 100 Jahre voraus. Also was die alles im Militärbereich schon entwickeln und können, davon haben wir keinen blassen Schimmer. Da dürfen wir, da stimme ich dir zu, hier und da blitzt es ja auf, wie viel voraus man mit zum Beispiel auch in der Flugzeugtechnologie ist. Also insofern dürfen wir schon annehmen, dass da sehr viel mehr läuft, als wir jetzt über die Presse erfahren. Aber schlussendlich dann ist das für mich an sich vom Prinzipiellen her soweit klar, dass man den Menschen nicht in künstlicher Intelligenz abbilden kann. Selbst wenn wir eine künstliche Gebärmutter zur Verfügung hätten, wie es Aldous Huxley auch in seinem Buch Schöne neue Welt beschrieben hat, dort ist das ja alles technisch bereits umgesetzt, dann braucht man dennoch immer noch den Zeugungsakt. Und der ist auch nicht zu reduzieren auf auf einen physikalischen Prozess alleine, denn mit der Vereinigung von Samen und Eizelle entsteht nicht zwingend ein Lebewesen, sondern es kann eins entstehen. Also es gibt irgendeine unsichtbare dritte Komponente, die dann erst den Startvorgang der Bildung eines Körpers auslöst. Und das ist etwas, was sich wiederum, genauso wie die Frage des Bewusstseins, jeder konzeptionellen Erfassung entzieht. Niemand weiß, was das ist. Manchmal klappt es nicht. Da, wo es klappt, speist man es dann zukünftig vielleicht in eine künstliche Gebärmutter ein. Also du sagst, der Mensch lässt sich nicht berechnen, das ist ja auch unsere Chance, aber kann das sein, dass dieser Irrsinn da draußen, ja, der sich da vollzieht, dass der durchaus von Personen ausgelöst wird, die von einer KI bestimmt wird, die eben nicht fähig sind, selbst kreativ, konstruktiv zu denken? Ich finde das, also die Frage würde ich jetzt durchaus als spannend bezeichnen, aber ich finde die Frage genauso uninteressant, also nicht uninteressant aufgrund der Thematik. Ja. Ich finde sie uninteressant, weil sie für uns, für die Neuordnung und Führung unseres Lebens nicht von Bedeutung ist. Genauso wenig wie die Frage danach, wie lauten die Familiennamen derjenigen, wie sehen die aus, die im Hintergrund der Politik und auch sicherlich noch im Hintergrund der Familien Rockefeller, Rothschild und wer auch immer da noch eine Rolle spielen mag, die Fäden zieht und das nachweislich nicht erst seit gestern. Daran kann ich Zeit investieren und komme vielleicht zu Antworten, nur geben mir diese Antworten KI, ja oder nein? Oder welche Familien, ja oder nein? Oder Außerirdische, ja oder nein? Oder Außerirdische, ja oder nein? Das gibt mir keine Antworten für mein Leben. Wenn ich aber aus psychologischer Sicht die Auswirkungen dieser Vorgehensweise, auch des jetzigen Szenarios auf mein Leben und meine Gemütsverfassung und auch auf meine körperliche Verfassung betrachte und die Mechanismen verstehe, mit denen hier auf mich eingewirkt wird, Ja. dann kann ich das aufgreifen und andere Wege gehen. Denn wenn ich die Art und Weise der Programmierung und Formung verstanden habe, dann kann ich ganz gezielt, geordnet aus dieser Programmierung aussteigen. Also mich interessiert immer ausschließlich die psychologische Auswirkung auf das einzelne Lebewesen. Wobei ich von der Schiene komme, wenn ich verstehe, wer ganz da oben die Fäden spinnt, ja, Ja. die Strippen zieht, dann kann ich im nächsten Schritt aus der Kenntnis, wie so ein Wesen irgendwie aussieht, wie es strukturiert ist, eine Planung ablesen. Eine Planung, die jetzt hier sich implementiert. Und ja, in der Kunst des Krieges ist es einfach. Also, und ich finde, wir sind in einer Art Krieg im Moment, ja. Ja, definitiv, ja. Definitiv. Und die beste Kriegsform oder darauf zu reagieren oder die beste Strategie ist, den Plan zu erkennen, den Plan aufzudecken und damit den Plan partiell unmöglich zu machen, den Plan damit zu durchkreuzen.
Und aus dem Grunde denke ich darüber so nach, wer über den Familien steht. Ja, weil Familien ist auch nicht alles. Und mir geht es jetzt darum, das Problem in möglichst maximaler Tiefe zu erfassen, den Plan zu erfassen und einen Gegenplan zu entwickeln. Weil, das hast du eben auch so dargestellt, angenommen, da wäre irgendeine so eine Art künstliche Intelligenz oder irgendein Wesen, was eher so digital denkt. Und ich glaube, da sind wir uns beide wahrscheinlich einig, dass wir göttliche Wesen sind und unser Potenzial ist viel größer, als man gemeinhin glaubt. Und wenn wir dieses Potenzial haben, dann fände ich es spannend, ein Schlupfloch zu finden. Und da arbeite ich, sage mal, im Moment dran, zusammen mit der Zoom-Gruppe, die wir hier uns täglich treffen. Also von daher finde ich es spannend, was ist da an der Spitze? Wie ist das strukturiert? Und wie sieht das Schlupfloch aus? Vor dem Hintergrund meiner, also gut nachvollziehbar, vor dem Hintergrund meiner Erfahrung würde ich jetzt aus psychologischer Sicht sagen, das Schlupfloch hat damit zu tun, dass ich verstehe, was man in mich hineingelegt hat. Also welche Glaubenssätze erzeugen mein Weltbild? Inwieweit ist dieses Weltbild tatsächlich korrekt? Also angefangen bei solchen scheinbar banalen, selbstverständlichen Behauptungen, wie dass die Erde eine Kugel sei und dass es Raumfahrt gäbe und dass es Atombomben gäbe. Ja, also viele Dinge, die uns einen Kontakt zur Unendlichkeit, Ewigkeit vermitteln, die in uns Angst und Entsetzen auslösen, Angst vor drohender Gefahr, Angst davor, verloren zu sein in einem unendlichen Universum. Also es gibt eine ganze Reihe von Glaubenssätzen, denen wir uns gar nicht bewusst sind, weil wir sie selbstverständlich als das wissenschaftlich ermittelte Weltbild verinnerlicht haben. Daraus resultieren aber bestimmte Bedürfnisse, Sehnsüchte, Entscheidungen und Handlungsweisen. Also der Angriffspunkt dieser geplanten Vorgehensweise, ob durch eine KI oder durch Aliens oder durch irgendwelche sehr irdischen Familien. Der Angriffspunkt liegt nicht im wirtschaftlichen Bereich, das ist nur mittelbar, im zweiten Schritt bestenfalls so. Der Angriffspunkt liegt in der Psyche. Was hat man uns glauben machen? Und wenn wir Antworten auf dieses geplante, zweifellos, da sind wir uns vollkommen einig, zweifellos geplante Vorgehen finden wollen, dann müssen wir, um wirklich dieses Schlupfloch finden zu können, erst einmal unsere eigene Position bestimmen können. Woran glaube ich denn? Welche Entscheidungen und welche Prioritäten resultieren daraus? Vielleicht, wenn ich das nicht weiß, entwickle ich ja einen Gegenplan, der den anderen in die Hände spielt, weil ich etwas will, glaube zu wollen, was ich tatsächlich als Mensch gar nicht will. Also diese Aufdeckung der Glaubenswelt, der Selbstverurteilungen und damit der bisher unterbewussten Zusammenhänge ist für mich unverzichtbar, um tatsächlich einen Weg zu gehen, mit dem dann, wo auch immer dieser große Plan des jetzigen Geschehens herkommt, das zumindest für mich und meinen Lebensweg und für jeden, der in ähnlicher Weise sein Innenleben aufdeckt, ins Leere läuft. Also ist, was ich jetzt dazu gesagt habe, verstehe ich lediglich als eine Ergänzung dessen, was du gerade angesprochen hast. Denn über die Schleife des Verständnisses der konkreten Planungen gewinne ich ja auch einen Zugang zu der Geistesverfassung der Systembetreiber. Ja. Hast du mal kennst du das Interview von dem Alexander Laurent, hat die Überschrift Gott ist eine KI? Nein, das sagt mir überhaupt nichts. Also, dass solche Themen im philosophischen Bereich diskutiert werden und sicherlich auch gerne im Silicon Valley, wo ja auch sehr erfolgreich wohl eine neue Religion mit Gott als KI gestartet ist vor einigen Jahren, das denke ich mir schon. Aber ich habe jetzt, also der Name hat mir, der ist mir noch nicht untergekommen, der hat mir in mir nichts Also da, ausgelöst.
verfolgt die These anscheinend oder er behauptet, dass er Kontakt mit Außerirdischen hatte, die ihm da so ein bisschen was auch über unsere Geschichte erzählt hat. Und er spricht davon, dass wir hier in einem vierdimensionalen Gefängnis gefangen sind, ja, dass es aber einfach mehr Dimensionen gibt. Und er spricht von sieben Dimensionen oder von drei Dimensionsebenen. Und von der höchsten Dimensionsebene aus kann man Zukunft und Vergangenheit überblicken. Und er sagt, es haben ein paar Menschen geschaffen, in die Dimension 7 vorzudringen, die KI da rauszuschmeißen. Und die geben uns jetzt auf intelligente, kreative Art und Weise Informationen weiter. Und diese Informationen sind Teil eines Masterplans, wie wir uns zu befreien haben. Ja. Ist eine schöne Vorstellung. Also, ich höre so etwas immer. Ich bin ja grenzenlos neugierig und ich würde mich auch niemals dazu versteigen, mich auf ein bestimmtes Weltbild als einzig klare Wirklichkeit festlegen zu wollen. Dafür ist das Geschehen, in dem wir stecken, viel zu komplex. Was aber sehr wohl zu beschreiben ist, sind die Gesetzmäßigkeiten, nach denen dieses Universum, das physikalisch nachweisbar nur aufgrund fortwährender komplexer Bewegung besteht. Diese Gesetzmäßigkeiten der Bewegung lassen sich in einigen wenigen einfach formulierten Naturgesetzen ausdrücken. Das ist das, was ich in Übereinstimmung mit Physikern und Chemikern in der Symplonik gemacht habe. Also ich kann zwar das große Ganze, das Göttliche bestenfalls erleben, aber das Wirken des Göttlichen in Form von Bewegung, das ist sehr wohl definierbar. Und zwar so, dass es jeder nachvollziehen kann. Und wenn ich das zugrunde lege, dann beziehe ich doch bis auf Weiteres eine sehr kritische Position zu mehr als drei Dimensionen. Also vier in einer speziellen Weise. Ich hoffe, dass ich das mit wenigen Worten skizzieren kann. Das Dreidimensionale jetzt eines, nehmen wir mal an, eines Würfels, den ich in die Hand nehme, das ist jedem zugänglich. Wenn ich eine vierte Dimension verstehen will, kann ich das auch in dieser konkreten Welt tun, indem ich mir zum Beispiel vorstelle, dass ein Feuerwerkskörper irgendwo in 50 oder 100 Metern Höhe explodiert und einen Lichtblitz, ein Lichtereignis, nicht nur in den drei Dimensionen eines Würfels, den ich in der Hand halte, also ausstrahlt, sondern in alle Richtungen, nach oben, unten, vorne, hinten, rechts und links. Und um dieses Ereignis einer Explosion in der Luft oder einer Welle im Wasser zu beschreiben, brauche ich mathematisch auch ein Koordinatenkreuz, was in alle Richtungen geht. Also es hat noch eine dritte Achse. Genau. Und damit habe ich die Notwendigkeit einer vierten Dimension in dieser realen, konkreten Welt, in der wir Was uns ist die bewegen. Zeitlinie? Bitte? Die vierte Dimension ist die Zeitlinie. Ja, das ist wieder, also das ist etwas, was ich als schlichtweg als physikalischen Käse bezeichne. Der Nachweis ist auch ganz einfach, denn es ist vollkommen gleichgültig, welchen Lebens-, Bewegungs- und Ereignisvorgang wir betrachten. Es findet immer alles nur jetzt statt. Es gibt also sachlich gesehen nicht einen einzigen Hinweis darauf, dass Zeit existiert, als Zeitachse, Zeitlinie, die sich krümmen, beugen oder sonst was tun kann. Ich kann, wenn ich dann einen Schritt weitergehe, sehr wohl sagen, das, was wir als Vergangenheit bezeichnen, ist ein Archiv, ist eine archivierte Erinnerung an das, was mal passiert ist und was noch einem, mehreren, vielen oder vielleicht sogar allen zur Verfügung steht. Und wenn ich den Begriff der Zukunft verwende, dann ist das mathematisch gesehen nichts anderes als der Versuch, aufgrund vorhergehender Ereignisse unter Einbeziehung dessen, was jetzt gerade abläuft, eine Annahme darüber zu entwickeln, was zukünftig passiert. Was manchmal so ist, meistens nicht. Siehe Wetterbericht. Hier ist übrigens auch sehr schön zu sehen, wie die
Komplexität dieser Welt selbst die besten Rechner schon in der Voraussage eines meteorologischen Prozesses überfordert. Also Zeit ist physikalisch real nicht existent. Dieser ganze Käse, den der Einstein erzählt hat, der ist selbst für einen Laien, dafür braucht man nicht mehr als 5 bis 10 Minuten. Diese gesamte allgemeine und spezielle Relativitätstheorie ist kompletter Blödsinn, wofür auch immer der erfunden wurde. Das sage ich übrigens nicht als Mediziner und Psychotherapeut, sondern das sage ich vor dem Hintergrund dieser einfach formulierten Charakteristiken, sprich Naturgesetze, die Bewegung beschreiben, im Abgleich mit Atomphysikern und Chemikern, die in diesen Bereichen gearbeitet haben. Also ich würde mich als nicht studierter Physiker nicht dazu versteigen, so etwas zu sagen. Ich habe es aus der Simplonik hergeleitet und habe es anschließend mit Fachleuten auf Stichhaltigkeit geprüft. So, also streiche Zeit ersatzlos. Vierte Dimension ist hier durchaus sichtbar. Jede weitere Dimension würde ich jetzt nicht, die würde ich jetzt nicht verneinen. Das fände ich unwissenschaftlich. Aber wenn mir jemand etwas von einer fünften, sechsten oder siebten Dimension sagt, dann muss er mir dafür stichhaltige Hinweise liefern, nicht einfach nur eine Behauptung. Okay. Und dort, an der Stelle, scheitert jeder. Ja, Das es ist ein muss ja ein. Glaubenssatz von dir. Bitte? Das ist jetzt ein Glaubenssatz von dir. Da scheitert jeder. Ja, nun, liefer mir dafür einen tragfähigen Hinweis, der berechtigt, nicht einfach nur losgelöst von dieser Wirklichkeit, davon auszugehen, dass es mehr als diese vier Dimensionen gibt. Du wirst mir keinen liefern können. Du wärest der Erste. Und dieser Hinweis, der muss für jeden nachvollziehbar sein. Wenn das nicht der Fall ist, darf man das denken. Aber dann ist es nichts anderes als pure Gedankenakrobatik und Spekulation. Ich sage nicht, dass das falsch ist. Ich sage nur, und das ist eine für mich sehr wichtige Frage der Gedankenhygiene, wenn ich mir alles gestatte, zu denken, das ist ja grundsätzlich in Ordnung, aber ohne jeden Kontakt zu einem Ereignis, was es mir gestattet, zum Beispiel eben eine fünfte Dimension anzunehmen, dann laufe ich Gefahr, mich in gedanklichen Konstruktionen zu verlieren, die mir am Ende überhaupt nichts liefern, was Okay, meinem dann gebe ich Leben dir mal ein dient. Beispiel. Hier hinten an der Leinwand. Nur zu. Die sitzen in 2000. Ja? Die haben diese Bilder hier gebracht. Und ja, 16 Jahre später siehst du das hier. Die Art und Weise, oder es gibt eine ganze Reihe von Prophezeiungen, die genauso eintreten. Wie kann man sich das erklären, wenn man alles nur im Hier und Jetzt irgendwie darstellt, sondern ich finde das spannend. Also ich bin einer, also Einstein hat möglicherweise auch viel Mist erzählt. Ich weiß, ich war 20 und dann habe ich irgendwie Einstein-Biografie gelesen und Einstein hat ein kleines Büchlein gehabt und da hat er alles reingeschrieben, was er nicht versteht. Ja, und das habe ich auch so gemacht. Ja, ich habe mein Büchlein und ich habe so ein Radar und ich schreibe irgendwie alles rein. Ich sammle alles, was ich nicht verstehe. Das finde ich spannend. Und ich will es verstehen. Und ganz vieles verstehe ich dann mal irgendwann, wenn ich mich lang genug so mit einer Frage schwanger begebe. Und sowas interessiert mich beispielsweise. Also ich sehe da, wenn man da schürft, viele Dinge, die, ich sag mal, prophezeit wurden und dann genauso eingetreten sind. Von daher ist mein Gefühl, es gibt mehr als nur das Hier und das Jetzt. Also, das ist, was du sagst, ist überhaupt kein Widerspruch zu dem, was ich gerade Okay. scheinbar kontrovers gesagt habe. Das, was du dort hinten aufzeigst, davon gibt es ja viele, also gerade bei den Simpsons, jede Menge und auch Ja. viele, viele sogar Hollywood-Blockbuster, die schon Jahrzehnte vorher in Szenarien die Türme des World Trade Centers einstürzen lassen. Genau. So. Aber
es gibt hier zwischen, du formulierst es vielleicht anders und gehst gedanklich anders heran. Hier und jetzt bedeutet ja, dass es kein Davor und Danach gibt, sondern dass alles gleichzeitig ist. Und am ehesten lässt sich dieses Modell aus wissenschaftlicher Sicht, ich sage es vorsichtig, Modell der Wirklichkeit dieses Universums durch ein Denken in holographischen Strukturen verstehen und fraktalen Strukturen. Also wenn wir holographisch denken, also uns dem annähern, mal mit aller Vorsicht gesagt, dann ist in diesem jetzigen unendlich kleinen oder unendlich großen Moment, den wir Gegenwart nennen, in Abwesenheit jeder Zeitachse, ist alles enthalten und vorhanden. Und es ist im Grunde genommen wie bei einem Radiosender und einem Empfänger so, dass ich lediglich mit meiner sinnlichen Wahrnehmung auf bestimmte Bandbreiten von Frequenzen in diesem Leben anspreche, die ich als Wirklichkeit erlebe. Aber wenn ich mich anders tunen könnte, dann würde ich einen anderen Sender empfangen, sprich eine andere Wirklichkeit, die holographisch ineinander verschoben, ineinander geschoben und vernetzt sind. Und dieser Gedanke der fraktalen Ordnung, was auf Mandelbrot, glaube ich, Benoit Mandelbrot zurückgeht, ja, das ist ja auch in Übereinstimmung mit der Fibonacci-Zahlenreihe, mit dieser versteckten Ordnung in den ganzen Zahlen, etwas, was ergänzend eine Idee davon liefert, wie wir diese Wirklichkeit unter Ausschluss jeder Annahme von Zeit verstehen können. Und dann ist das überhaupt kein Problem, vor dem Hintergrund dieser sachlichen Annahme eine solche Querverbindung zwischen dem Jahr 2000 und 2015 zu ziehen, weil beide Jahre, beide Ereignisse im selben Moment in einem Nichtraum, denn wenn ich keine Zeit habe, kann ich auch keinen Raum haben in dem Sinne, wie wir das erleben, gleichzeitig präsent ist. Also jederzeit jemand, der sich darauf eintunen kann, diese vermeintliche Zukunft, die gar keine Zukunft ist, sondern nur etwas, was jetzt existiert und wir jetzt nur noch nicht erlebt haben, einstimmen und darüber berichten. Würde sagen, da sind wir zusammen, ist vielleicht nur ein anderes Modell, vielleicht nur andere Worte. Das Spannende, was ich eben davon ableite, und ich gehe gerade dieser Spekulation, wie ich es nenne, einfach nach, dass es da Menschen geschafft haben, aus unserem Hier- und Jetzt-Gefängnis, sag ich mal, auszubrechen, einen Masterplan zu entwickeln und diesen Masterplan an uns weitergeben. Ein Teil dieses Masterplans sind möglicherweise die Pyramiden von Gizeh. Das Spannende daran, was du eben auch gesagt hast, dass sich Prozesse wiederholen. Die Pyramiden von Gizeh sind jetzt wieder genau exakt, ja, auf Hundertstel Grad genau Nord-Süd ausgerichtet. Wenn du aber anschaust, die Erde und das Sonnensystem, also aber die Erde mit der Sonne, präzisiert um das Zentrum der Galaxie, ja, nach 13.000 Jahren ist Nord-Süd um 2,1 Grad verschoben. Ja, die sind aber jetzt wieder genau da. Und eins ist, glaube ich, ziemlich offensichtlich, dass eine Hochtechnologie-Zivilisation diese gebaut hat. Und da gibt es ein interessantes Dokumentarfilmchen, das heißt die Pyramidenlüge. Und da geht es darum, dass die Pyramiden ein Rätsel beinhalten und die Pyramiden uns vor einem Ereignis warnen wollen, das möglicherweise zyklisch eintritt und diese Hochtechnologie-Zivilisation letztendlich zerstört hat. Und wenn die Pyramiden einen zeitlichen Hinweis geben, entsprechend diesem 26.000-Jahres-Zyklus, dann ist der Hinweis genau jetzt gültig, weil die Pyramiden absolut Nord-Süd ausgerichtet sind. Kann es sein, und diesen Gedanken, mit dem gehe ich gerade schwanger,
dass dieses Corona-Theater ein Teil des Problems darstellt und mit eben jetzt dieser ersten Corona-Spritze, die wohl für viele bald folgen wird, so eine Digitalisierung eingeleitet wird und diejenigen, die das Projekt vorantreiben, haben möglicherweise nicht den Horizont, wirklich zu erfassen, was langfristig passieren wird. Möglicherweise leitet das, was jetzt stattfindet, den gesamten Untergang unserer Zivilisation ein. Was ja nicht unbedingt unangenehm ist. Ja, aber vielleicht, ja, für viele dürfte diese Digitalisierung vielleicht ziemlich viel Qual bedeuten. Und ja, die Geschichte, die der Laurent eben auch darstellt, dass diese Digitalisierung ja ein Problem darstellt, ein großes Problem darstellt. Wir könnten, er sagt, unser Bauchhirn nicht digitalisieren. Von daher wird der Mensch nicht unsterblich sein, sondern er wird irgendwann mal qualvoll zergehen, einfach zerfallen, verfaulen. Und diese Hochzivilisation hat das Problem erkannt, hat erkannt, wie sie mit uns, ob das jetzt, ob wir eine Zukunft- oder Vergangenheitszivilisation für die darstellen, aber die wollen uns warnen, dass wir das jetzt nicht wieder machen, haben einen Masterplan entwickelt und wir haben diesen Masterplan zu dechiffrieren, um uns aus diesem Gefängnis zu befreien und die Geschichte dann nicht wieder wiederholen lassen zu müssen. Und das ist im Moment so ein Projekt, an dem ich arbeite. Sind wir auch nah beieinander? Ich reite nur immer wieder auf demselben herum, ohne diese psychologisch notwendige Tiefenerforschung, sprich, was ist in meinem Unterbewusstsein, was steuert mein Denken, warum finde ich das gut, was ich gut finde, warum treffe ich meine Entscheidungen, welches Handlungsmotiv bewegt mich? Wenn wir das nicht kennen, haben wir keine Chance. Da bin ich absolut bei dir. Und ich weiß, als du in Langzhen gesessen hast, da habe ich dich die ganze Zeit löchern wollen. Was sind deine Glaubenssätze? Ja, die konnte ich nicht so richtig aus dir rausholen. Ich glaube, genau was du sagst, dass es wichtig ist, dass wir unsere Programmierung und die Glaubenssätze, die wir einkonditioniert bekommen haben, dass wir die verstehen. Und dass wir gerade diese Glaubenssätze, die uns als Mensch gegenläufig sind, die uns letztendlich unfähig machen, kreativ zu denken, die Realität wahrzunehmen, dass wir diese beleuchten, rauswerfen und durch intelligente neue Glaubenssätze ersetzen, dass wir anfangen, uns neu oder uns selbst zu programmieren. Weil wir werden irgendwann feststellen, wir wurden fremdprogrammiert. Wir wurden fremdprogrammiert zu unserem Nachteil. Genau, das ist der Punkt. Und das ist etwas, was, dafür muss man nur in die Lehrpläne der Schulen reinschauen. Dort finden wir ja alles abgebildet, was letztendlich diese Programmierung ausmacht, um uns gesellschaftsfähig und kalkulierbar zu machen. Und lass mich vielleicht mal, um das zu verdeutlichen, an einem und dem grundlegendsten Thema sogar, ansonsten kann man solche Gesellschaften überhaupt nicht erzeugen, betrachten, so grob skizziert, was ein solcher Glaubenssatz ist, wenn er jetzt allgemein gesellschaftlicher Art ist. Also wir lassen mal dieses hochgradig aufgeladene Thema aller möglichen Selbstverurteilungen wegen verschiedenster angenommener Unzulänglichkeiten beiseite. So, eine Gesellschaft, wie wir sie kennen, jede Art von Massengesellschaft, funktioniert nur, wenn man eine Masse bei ihren Ängsten packen kann. Und wenn Ängste nicht vorhanden sind oder nicht ausreichend stark sind, dann muss man sie eben verstärken. Die tiefste Urangst, mit der wir konfrontiert sind, ist das, was wir als Todesangst kennen. Und wenn wir die hunderte verschiedener Ängste, die uns im Alltag begegnen, genauer studieren, dann geht es immer um Überleben. Also es geht immer um Todesangst. So, und wenn wir jetzt der Spur weiter folgen, woher kommt denn diese Todesangst? Dann hat sie
im nächsten Schritt erkennbar etwas damit zu tun, dass wir mit diesem Körper, mit dieser kompostierbaren Hülle nur eine begrenzte Zeit auf dieser Erde unterwegs sind. Ob das nun aktuell 70 oder 80 Jahre sind oder irgendwann vielleicht mal sehr viel länger war, worauf es gewichtige Hinweise gibt oder sogar auch Belege. Und vielleicht zukünftig, wenn wir uns als Menschen spirituell entfalten, ein paar hundert Jahre sind, spielt keine Rolle. Es ist eine endliche Phase in einem gigantischen Geschehen. Wenn ich nun die Fantasie in die Köpfe der Menschen lege, dass es Zeit gibt, dass es Unendlichkeit gibt, also unendliches, dunkles Universum, und da flitzt irgendwo so ein kleiner blauer Ball herum um eine Sonne, die nur ein Planetensystem in einer gigantischen Galaxie ist, die wiederum umgeben ist von unendlich viel leerem Raum, dann erzeugt das im Kontakt, in dieser Gewaltigkeit der Annahme, eine extreme Verlorenheit, eine extreme Verängstigung, sich in dem zu verlieren, aufzulösen, belanglos zu sein. Und wenn ein solches Weltbild installiert werden kann, dann wird sich jeder, der das verinnerlicht hat, verzweifelt an dieser konkreten Wirklichkeit festhalten. Und das ist etwas, was ich aufgrund meiner Jahrzehnte in der Medizin nur bis an die Grenzen des Wahnsinns und darüber hinaus, was ich in Krankenhäusern erlebt habe, bestätigen kann. Dann beginnt dieses irrsinnige Klammern an dieses eine kleine Leben und ein irrsinniges Festhalten an dieser konkreten dreidimensionalen Welt, die uns zumindest bedingt für eine gewisse Zeit und wenn auch nur sehr oberflächlich eine gewisse Entspannung und Sicherheit gibt. Wenn ich also dann jemanden mit dem Tode bedrohe, direkt über Todesstrafe, über Krieg oder indirekt in abgeschwächter Form dadurch, dass ich ihm vielleicht seinen finanziellen Zufluss sperre, dass er seine Versicherung nicht mehr zahlen kann, also alles das nicht mehr tun kann, womit er sein kleines irdisches Leben verlängern kann, dann habe ich ihn in der Hand. Und nichts anderes haben die Religionen gemacht. Und nichts anderes macht jetzt, nachdem die Religionen in der Gesellschaft ein Auslaufmodell sind, machen die Wissenschaften. Und das hat auch Aldous Huxley, ich weiß gar nicht, wie der darauf gekommen ist, das ist so unglaublich auf den Punkt, gesagt, es wird nach dieser Zeit eine Wissenschaftsdiktatur geben, eine Diktatur der Technokraten und Pseudowissenschaftler. Mit denen Und prügel ich mich gerade allen rum. ja, sollst dich nicht prügeln, wir brauchen dich noch länger für andere Dinge. Und wenn es gelungen ist, eine Corona-Pandemie mit dieser Hysterie, die ja jetzt schon einen größeren und sicherlich bestimmt die Hälfte der Bevölkerung unrettbar erfasst hat vor dieser behaupteten unsichtbar tödlichen Gefahr, dann ist das nur möglich, weil man uns diesen Wahnsinn von Unendlichkeit und Ewigkeit und Verlorenheit und Vergänglichkeit anerziehen konnte. Mit dem Glauben an Zeit, die ewige Verdammnis. Ich muss an Zeit glauben. Zeit ist ein Glaubenskonstrukt, ein Machtinstrument und dient auch der Taktung der Gesellschaft, damit alles geordnet miteinander Wie funktioniert. viele Aber Uhren wenn hast du im Handgelenk? ich habe seit Jahrzehnten keine Uhr mehr. Me too. Ja, wir sind auf der Spur. Ja, und was du eben gesagt hast, also ich stelle es hier einfach dar, meine, das, da draußen, die ganzen Virologen sind ja Statisten, Ja. Statistiker. Die glauben an Statistik, ja. Es macht Nee, aber viel. lass es, Andreas, lass es bitte bei Statisten. Es ist korrekt. Ja, Es ist okay, korrekt. dann. Es sind Ja, ahnungslose Idioten, die von irgendjemandem Geld bekommen. diese Statisten glauben an Statistik. Ja? Und wer ein bisschen Ahnung von Mathematik hat, der weiß, mit Statistiken kann man nur irgendwie Normen bearbeiten, das breite Mittelfeld. Aber es macht viel mehr Sinn, von den Besten zu lernen. Ja? Und gerade was Universum angeht, macht es irgendwie Sinn, beispielsweise von Tesla was zu lernen. Und Tesla hat seine ganzen Erfindungen auf Basis der Ätherannahme abgeleitet. Ja? Und wenn du einfach schon mal den Äther hast, dann ist das schon mal kein leerer Raum da draußen. Ja? Und beispielsweise erkläre ich hier Äther und wie über den Äther viele Zusammenhänge
darstellbar und erkennbar sind. Ja, und ich lege es auch so dar, dass es extrem wichtig ist, unsere Urangst, diese Angst vor dem Tod zu verlieren, weil wir reinkarnieren ohnehin wieder. Und ja, ob das so eine spaßige Sache ist in dieser Welt? Nein, ist es nicht. Ja, und aus dem Grunde wollen wir da ja jetzt rauskommen. Und dann gib mir noch mal deine Pauschalidee wieder, wie man den Menschen diese dämliche Todesangst austreibt. Also das, was du gerade sagst mit dem Äther, das ist jetzt der physikalische Begriff, ist einer der Ansatzpunkte. Es gibt einen ehemaligen, also der lebt, glaube ich, noch, einen Betriebswirtschaftsprofessor, der Quereinsteiger in dieses Thema war und den Begriff des teilchenlosen Kontinuums geprägt hat. Ja, diese Äthergeschichte hat mich aus rein psychologischen Gründen interessiert, denn der Gottesbegriff, den wir auch mit dem Begriff der universellen Liebe in einem Atemzug nennen, der wird ja nur dann verständlich, wenn ich, und dann bin ich wieder beim Holographischen und Fraktalen, wenn ich Gott in allem und jedem annehme. Gott kommt aus dem Althochdeutschen, das ist einfach nur gut. Also daraus muss man jetzt nicht so einen graubärtigen Phantasten machen, der Türen auf und zu macht, sondern es ist ein sehr konkreter Begriff. Also unsere Vorfahren müssen eine Idee davon gehabt haben, wie das wirklich war. Also ich habe eine interessante Parallele, dieses teilchenlose Kontinuum gleich Äther, gleich alles durchdringendes Göttliche, Gote, Gute. Und dann bin ich Teil von etwas, Teil eines physikalisch wieder holographischen, fraktal aufgebauten Universums. Das heißt, es kann nicht, so das hast du ja vorhin auch schon, finde ich, auch nachweislich zutreffend gesagt, da kann kein leerer Raum sein, sondern es muss überall etwas sein. Ich bin eingebettet, ich bin, wenn ich es wieder physikalisch formuliere, ein komplexes elektromagnetisches Wellengeschehen mit diesem Körper. Und meine wesentlichen Lebensäußerungen, meine entscheidenden, die meine Individualität, mein Bewusstsein, mein Denken, meine Gefühle ausmacht, das ist alles unsichtbar. Im Grunde genommen haben wir hier, das ist auch Teil eines des anerzogenen Glaubens, wir haben eine hypnotische Fixierung auf uns als Körper. Wir schauen in den Spiegel und meinen, dass wir das wären, weil wir so erzogen wurden. Aber alles, was uns ausmacht, ist unsichtbar. Und in dem Augenblick, wo dieses Unsichtbare sich von diesem sichtbaren Körper löst, ist der Körper chemisch-physikalisch immer noch identisch, aber das Belebende ist weg. Das Unsichtbare, was uns ausmacht, kann das mit dem Begriff Seele beschrieben werden? Den Begriff Seele verwende ich in einem, also schon in diesem Zusammenhang, aber mit einem anderen Inhalt. Seele, so wie man es auch beim Flechten von Tauen, von Seilen sagt, ist für mich dieses Zentrale, dieser Ursprung, dieser Kern des Geschehens. Und das wäre für mich ein anderer Begriff für den Äther oder das teilchenlose Kontinuum oder das Göttliche. Und diese Seele in individueller Bewegung wäre das, was uns als Individualität ausmacht, als ein komplexer elektromagnetischer Wellenvorgang. Und wenn ich so mich annähere, mit ein bisschen Physik, aber durchaus auch schon an einem einzelnen Bachlauf leicht zu studieren, dass das so ist, dass alles bewegt, sich bewegt und dreht und wirbelt und durch das Wirbeln Anziehung erzeugt wie ein Strudel, dann kann ich mich so langsam gedanklich annähern, dass ich Teil eines großen Ganzen bin, in einem fortlaufenden Erlebnis- und Bewegungsprozess, der immer jetzt passiert, der den Begriff der Zeit gar nicht kennt und damit auch keine Unendlichkeit, keine Ewigkeit. Und dann bricht dieses beängstigende, monströse, dunkle Vakuum des Universums, was man uns anerzogen hat, nach und nach in Gedanken zusammen. Und das ist entspannend. Wenn ich mich entspanne, fange ich plötzlich an, Vernetzungen zu spüren. Und dann werde ich feststellen, dass ich plötzlich intuitiver bin, dass ich Zugriff bekomme,
Intuition ist ja nichts anderes als Zugriff auf die Zukunft. Die Tiere machen uns das doch jederzeit vor. Ja, nähert sich ein Unwetter, sind die Tiere weg, während die Menschen noch saufend an der Theke hocken. Okay. Also je entspannter, parasympathischer ich werde, weil ich anfange zu verstehen, dass ich ein sich ständig bewegender, wandelnder Teil eines größeren Ganzen bin. Mit dem Zugang dazu werde ich entspannter, intuitiver und spüre, fange an zu fühlen, dass ich in dieser Verbindung lebe. Also das wäre jetzt ein konkretes Beispiel. Und so haben wir eine ganze Reihe von sehr, sehr weitreichenden Glaubenssätzen, die unser Weltbild und damit unsere Sehnsüchte, unser Verlangen nach Sicherheit nähren, die mit der Wirklichkeit gar nichts zu tun haben und nur unserer Steuerung dienen. Die ganzen Personen da draußen sind ja im Moment so in der Angst, dass da überhaupt nicht dran zu denken ist, dass sie irgendwie in die Entspannung gehen könnte. Ja, Ja. das ist auch Teil der Dramaturgie. Man muss die Anspannung aufrechterhalten, damit die Leute auf der Spur bleiben. Okay. Ja. Gibt es irgendwie noch andere Wege, in die Entspannung zu kommen aus der Angst heraus? Wie ist es, den Mut zu steigern? Wie wäre es, an gewissen Werten zu arbeiten, die beispielsweise auch den Mann ausmachen, den Krieger ausmachen? Der Krieger ist ja auch vollkommen irgendwie abhanden gekommen. Brauchen wir mehr Ja. Mut? Wie können wir die Menschen in Mut bringen? Da möchte ich zunächst mal den Begriff Mut aufgreifen. Das ist auch altes Deutsch und heißt im Englischen ja auch heute noch Mut. Es ist eine Gestimmtheit. Also wir müssen den Begriff sachlich etwas korrigieren. Heute verbinden wir das mit einem besonders forschen und im positiven Sinne risikobereiten Handeln. Und tatsächlich ist es nur die Gestimmtheit zu irgendetwas. Ich bin gestimmt, etwas zu tun. Und wenn ich jetzt das Kriegerische sehe, es gibt übrigens ja diesen für mich wirklich exzellenten Kabarettisten, politischen Kabarettisten, Georg Schramm. Und er hat mal diesen alten Begriff vom heiligen Zorn thematisiert. Das ist etwas, was ich auch einem Krieger, der also nicht gegen etwas ist, sondern für sich und eine Sache, das ist ein wesentlicher Unterschied. Also bei einem Krieger, der für etwas einsteht und nicht im Auftrag von irgendjemand handelt, das wäre dann für mich stattdessen, das ist ein vollkommen anderer Themenbereich, der Soldat, auch altes Deutsch, der Saldater, der Salzfresser, die Aktivierung des Sympathikus durch Kochsalz und damit eine erhöhte Risikobereitschaft bei geringerer Intuition und der Bereitschaft, Fähigkeit, einfach bedingungslos, kritiklos Befehlen zu folgen. Es gibt einen, hat ein Bekannter von mir gefunden, ein Buch, ich glaube von 1770, über die Kriegsführung mit Salz. Hochinteressant. Und so, also der Krieger ist im heiligen Zorn für eine Sache. Und was zeichnet diesen Krieger aus? Für den Krieger muss ich bereit sein, mit Kraft zu handeln. Ich brauche also natürliche Aggressivität. Diese natürliche Aggressivität ist mir aber durch die Domestizierung zur Person verboten worden. Ja, wir müssen also gar nicht lange suchen, warum bei Personen die Fingernägel abbrechen, warum die Zähne ausfallen, warum sie Karies bekommen. Das ist ein Zivilisationsphänomen, was mit Zucker nichts zu tun hat. Im zweiten Schritt vielleicht. Aber Hast du dich diese öfters in der Schule geprügelt? Nur dann, wenn mich jemand wirklich bis aufs Blut gereizt hat. Ansonsten war ich eher ein stiller Mitläufer. Okay. Aber ich muss sagen, für mich, also ich hatte so die eine oder andere Prügelei in der Schule schon, die hat mir gut getan, würde ich sagen. Ja, also es ist auf jeden Fall ein ehrliches Austragen eines Zwistes. Allerdings ist die Prügelei in der Schule, wie dann auch die Prügelei zwischen Nationen, ja sehr persönlich geprägt. Also da geht es ja eher darum, gegen etwas zu sein, nicht unbedingt für. Okay. Ja, naja, jedenfalls diese natürliche Aggressivität ist für mich das zentrale Attribut eines Kriegers.
Es ist keine zerstörerische Aggression. Zerstörung mag die Folge sein in einem Kampf, aber sie zielt nicht darauf ab, einfach vorsorglich irgendetwas zu vernichten. Es ist nicht gegen ein System gerichtet, sondern es ist das aufrechte, aufrichtige Eintreten für seine eigene Sache. Wir müssten also dann, um das zu befreien, herausfinden, welche Glaubenssätze und Selbstverurteilungen man uns anerzogen hat, damit wir unsere natürliche Aggressivität systemgewollt bremsen. So wie es ja auch das bürgerliche Gesetzbuch und Strafgesetzbuch vorsehen. Ja, du darfst ja Keks und Tee reichen, wenn ein Einbrecher dasteht und sich an deinem Eigentum bedienen mag, aber sobald du die Hand gegen ihn erhebst, bist du sehr viel eher gefährdet, in den Knast zu kommen, als der, der einbricht. Das Gewaltmonopol und damit die natürliche Aggressivität, die der Krieger bräuchte, beansprucht das System für sich und schickt dann seine uniformierten Schlägertruppen los, zu denen ja die Polizei inzwischen verkommen ist, um für Recht und Ordnung im Sinne eines unbekannten Klientels zu sorgen, das im Hintergrund das System betreibt. Und wie kriegt man die Männer, sagen wir mal dazu, zumindest mal die Männer, dass sie verstehen, dass das Recht auf Selbstverteidigung das heiligste Recht ist, was sie haben, das Recht, ihre Familie zu verteidigen? Traut sich ja kaum noch einer. Ja, das sehe ich ganz genauso. Wir sind hier in der Finalphase eines über Jahrhunderte währenden Programmierungsprozesses. Unsere Eltern haben uns ja schon diesen Domestizierungsvorgang vorgelebt und der wird ja jetzt nur noch weiter perfektioniert. Ja, dadurch, dass man die Geschlechter psychologisch aufzulösen begonnen hat, vor Jahrzehnten schon, und jetzt dann auch noch die Toilette für das dritte Neutrum entstanden ist, er, sie, es, beliebig definierbar, ist das alles jetzt in der Endphase. Also wir haben, darüber habe ich ja ein psychologisches Geschichtsbuch geschrieben, weil das für mich nirgendwo in der Gesamtdramatik über die letzten 400, 500 Jahre beschrieben wurde. Was ist die psychologische Menschheitsgeschichte? Dieses Kursbuch, die Herrschaft des gesunden Menschenverstandes, rollt das ja Schritt für Schritt auf, um auch verständlich zu machen, dass wir heute, und deshalb passiert das gerade, insofern ist das eine total spannende Zeit, so beängstigend wie spannend, dass man jetzt sich aus Systembetreibersicht auf der Zielgeraden kurz vor dem Ziel wähnt und die Masken fallen lässt, lassen kann, weil es keinen nennenswerten Widerstand mehr gibt. Ja, die Masse wird dem, was da jetzt passiert, folgen. Und das bedeutet eine Aufhebung jeder nennenswerten eigenen intelligenten Aktivität. Die natürliche Aggressivität ist entweder unterdrückt oder kanalisiert, ja, in Adrenalinabenteuern. Ja. Ja, Geschenkgutscheine, stürze ich mal wieder aus einem Flugzeug. Oder es ist in Apathie erstickt. Die Leute latschen morgens lustlos zu irgendeiner Arbeit, die ihnen die Möglichkeit gibt, irgendeinen Fraß im Laden zu kaufen, mit dem sie sich dann essend umbringen können. Und zu Hause hängen sie dann vor der Glotze, zahlen GZ-Gebühren, um sich den Rest geben zu lassen. So, da ist nichts mehr mit Krieger. Ja, also das ist das, was uns als Anliegen in der Tiefe und alle anderen, die ähnlich denken und handeln, sicherlich verbindet. Wir sind nicht so verschlafen, dass wir dem schon so klaglos folgen. Und wir sind vielleicht diese kleine Flamme in der Dunkelheit, diese kleine Kerze in der Dunkelheit, die erst einmal wachrüttelt, damit klar wird, was unsere Eltern uns vorgelebt haben und was man uns anerzogen hat. Und dann können wir von dort in Kenntnis dieses Mechanismus, also was das ist, welche Glaubenssätze das sind, die natürliche Aggressivität und den heiligen Zorn befreien, der sich dadurch automatisch indirekt angebahnt befreit, wenn ich diese bremsenden, anerzogenen Glaubenssätze als das erkenne, was sie sind, nämlich Glaubenssätze. Ja, und so wie es mir ein italienischer Freund sagte, der wiederum einen italienischen Carabinieri als Freund hatte, wenn du überfallen wirst zu Hause und du verletzt den Einbrecher, dann schlage ihn ganz tot.
Denn wenn du Haben zu jetzt uns schon viele kommst, gesagt. das Ja. haben die, ja, das ist in der Anonymität und über Ländergrenzen hinweg, sage ich es in dieser Klarheit. Und es ist ja an der täglichen Rechtsprechung auch abzulesen. Dann wandert der Betreffende, der sich selbst sein Leben und sein Eigentum verteidigt hat, in den Knast. Und zwar für nicht wenige Jahre. Oder ein ganz banales Beispiel, was es im Kleinen zeigt. Wir hatten mal zur Kontrolle der Heizung einen Installateur, einen Haus- und Heizungsinstallateur, der erzählte uns seine leidvolle Geschichte, die so begann, dass er nach dem Einkaufen mit dem Autoschlüssel in der Hand zu seinem Auto ging und plötzlich stand ein Neger dort, eine stark pigmentierte Fachkraft zur Bereicherung des europäisch-kulturellen Lebens, und der hat ihm unmissverständlich mit dem Messer in der Hand signalisiert, dass er nicht nur die Einkäufe, sondern auch ganz gerne die Geldbörse hätte. Und dann hat der Installateur impulsiv mit dem Schlüssel in der Hand ihm den Schlüssel zwischen die Rippen gesteckt und hat ihm also einen Schreckmoment und einen enormen Schmerz zugefügt, dass er das Weite gesucht hat. Aber das Weite führte dann bis zur nächsten Polizeistation. Dort hat der Täter Anzeige erstattet, mit der Folge, dass zum damaligen Zeitpunkt der Installateur nicht nur strafrechtlich belangt wurde, rechtskräftig verurteilt wurde, sondern dass er auch zum damaligen Zeitpunkt bereits für 5 Jahre Schmerzensgeld zahlen musste. Gut, dass wir in einem Unrechtsstaat leben, ist klar. Bedeutet das, ich sag mal, auf dem Weg in die Freiheit, dass wir uns jetzt erstmal dem System zu entziehen haben, dass wir dem System keine Energie mehr geben und in so einer Community aus dem System aussteigen und jetzt so eine Art Stammesleben, praktizieren? Also ich denke, Andreas, dass es genau darauf hinausläuft. Bisher konnten wir uns als am menschlichen, spirituellen Dasein Interessierte irgendwie noch in dieser Gesellschaft bewegen und durchmogeln. Also mitlaufen, irgendwie. Ja, daraus ist ja auch die ganze Rechtsaufklärerszene entstanden, die letztendlich aber ins Leere gelaufen ist, aus verschiedensten Gründen. Und Nur ein Satz dazu. Es gibt so viele, die jetzt immer noch an das System glauben und irgendwelche Rechtskonstrukte sich behelfen wollen. Also du kannst aus dem System heraus keine Hilfe erwarten. Du musst aussteigen, du musst aufhören, dem System Energie zu geben. genau das ist der Punkt. Und das ist etwas, was jetzt so deutlich, so zwingend ist, wie möglicherweise in der bekannten Menschheitsgeschichte noch nie zuvor. Und das finde ich schon. Ich finde es herausfordernd, ich finde es beängstigend, aber es ist zwingend folgerichtig. Und diese Art, du nennst es Stammesleben, sagen wir mal ganz allgemein, also den Begriff finde ich durchaus passend. Aber ganz allgemein würde ich sagen, menschlich, spirituell an Bewusstseinsentwicklung orientierte, autark lebende Gemeinschaften, an Plätzen auf dieser Welt, die für das System völlig uninteressant sind. Sie sind maschinell nicht nutzbar für eine industrielle Landwirtschaft, da gibt es auch keine Bodenschätze. Es gibt also eine ganze Reihe von Kriterien, die man berücksichtigen sollte, wenn man einen entsprechenden Platz finden will. Und Da dort, darf man auch strategisch denken. Das ja. heißt, es sollte ein Ort sein, der ganz gut verteidigbar ist, der nicht so leicht angreifbar ist. Ja, so würde ich als noch Teilperson, die ich ja auch bin, auch durchaus denken. Allerdings sehe ich das schon vor dem Hintergrund meiner ganz anders ausgerichteten Geschichtsstudien schon auch etwas ernüchtert, denn der Sesshafte war und ist immer im Nachteil. Und diese marodierenden, besoffenen Banden, die mit dem Schwert irgendwo anklopften, das waren dann zum Beispiel die Templer oder andere, die dann erklärt haben, jetzt gibst du, lieber Bauer, der hier seit Jahrhunderten auf seiner Scholle den Selbstversorger erfolgreich abliefert, ein Zehntel deines Ertrages ab. Dann hat er keine andere Chance gehabt, weil er in seinem täglichen Leben mit dem beschäftigt ist, was ihn nährt und sein Überleben ermöglicht, als das abzuliefern. Diese
Räuber- und Mörderbanden, die heute Anzüge tragen, sind halt damals mehr oder weniger sauber oder schmutzig mit ihren Waffen von einem Hof zum anderen und haben dann kurz mal erklärt, wo der Hammer hängt. Also der Sesshafte ist immer im Nachteil. Jetzt hast du mich meinen zweiten Satz nicht nachliefern lassen. Also es ist erstmal eine Region, wo man nach Sun Tzu strategisch ganz gut aufgestellt ist und nach Sun Tzu hat man sich zu bewegen. Ja, also man darf natürlich nicht an einem Ort festkleben, sondern man braucht Mobilität. Von einem erhöhten Standpunkt aus, ich sage mal in den Bergen, kann man auch sehen, wann da einer kommt und man kann sich da bewegen. Also so spricht sich so ein Zu für ein gewisses Territorium aus, wo man sich jetzt erstmal zurückziehen kann, weil möglicherweise kommen in den nächsten Monaten oder im nächsten Jahr wirklich die Zwangsinjektion und die wollen wir ja nicht haben, oder? Da bin ich jetzt auf einer ganz anderen Spur, Andreas. Okay. Ich komme nochmal zurück zu den Glaubenssätzen. Wir haben überall Bewegungsprozesse anzunehmen. Da strömt etwas, es wird abgebremst. Abbremsung erfolgt über Abscherung, Wirbelbildung und Anziehung. Das nennt man dann in der Elektrizitätslehre Magnetismus, der im rechten Winkel auf dem elektrischen Strom steht. Das nennt man in der Aerodynamik den Magnus-Effekt und so weiter. Auch unsere Gedanken und Gefühle sind Strömungsprozesse, sind sich bewegende Energie. Jede unserer Handlungen hat eine bestimmte Auswirkung, hat Attraktion zur Folge. Ich sehe also die Lösung nicht darin, beweglich mobil zu sein, sondern ich sehe die Lösung darin, dass wir unsere inneren Attraktionen so weit durch indirekte Anbahnung verändern können, sprich die Glaubenssätze, die uns an diese Gesellschaft anbinden, zur Auflösung anregen können, damit sich niemand mehr für uns interessiert, selbst wenn wir sachlich sichtbar sind. Das funktioniert, das kann ich im Kleinen anhand vieler, vieler Beispiele meiner medizinischen Begleitungen oder den letzten 20 Jahren meiner lehrenden Begleitungen bestätigen. Also jemand hat zum Beispiel einen Partnerschaftskonflikt, streitet seit 20 Jahren immer wieder um denselben blöden Mist mit seinem Partner. Vor dem Hintergrund, dass jeder ein individuelles, komplexes Bewegungsgeschehen ist und damit automatisch unterschiedlichste Attraktionen, anziehende Momente hat, thematisch anziehende Momente auch im Zusammenleben, braucht er den Partner nicht zur Lösung seiner Beziehungskonflikte. Das ergibt sich für mich daraus. Also decke ich mit dem Betreffenden, und das mache ich bei Krankheiten ganz genauso, ich decke mit dem Betreffenden zusammen die Glaubenssätze auf, die die Projektion von Verantwortung und Schuld auf den anderen auslösen. Wenn es dann gelingt, diese Glaubenssätze zur Lösung zu führen, dann löst sich, ohne dass ein Gespräch stattfand, selbst nach jahrzehntelangen Streitereien, der Konflikt in der Partnerschaft auf. Oder wenn es eine Erkrankung ist, löst sich die Erkrankung auf. Und wenn ich das jetzt, und das darf ich ja wissenschaftlich als Annahme tun, auf den größeren Lebensprozess übertrage, dann hieße das, wenn ich mit meiner inneren Attraktion, mit den Programmierungen, die mich bisher an das System gebunden haben, beschäftige und es mir gelingt, sie abzuschwächen bzw. zur Auflösung zu führen. Allein dadurch, dass ich schon erkenne, dass es Glaubenssätze sind, verlieren sie an Kraft, weil ich ja dann registriere, dass es nicht wirklich ist, sondern nur ein Glaubenssatz. Programma, ja, ein Glaubenssatz, ein programmatisches Geschehen. Dann werde ich innerlich dem System gegenüber immer gleichgültiger, das System aber auch mir gegenüber immer gleichgültiger, denn ich bin keine Bedrohung, keine Gefahr, ich bin einfach uninteressant. Ich bin gleichgültig im wahren Wortsinn. Und darin sehe ich den tatsächlichen Ablösungsprozess, der es mir dann auch gestatten wird, an einem Platz, ein autarkes, dem Menschlichen zugewandtes,
Leben zu führen mit der Entfaltung von Spiritualität und praktisch 180 Grad entgegengesetzt von dem, was gerade im gesamtgesellschaftlichen Prozess passiert. Also im Kleinen habe ich das hunderte Male erlebt in den Begleitungen, dass es wirklich genauso funktioniert. Und wenn es im Kleinen so funktioniert, muss es im Großen funktionieren. Es ist Als Logiker darf ich sagen, das ist Appell an Tradition. Die Erfahrung hast du bisher gemacht. Nur was jetzt, ich sag mal, global zivilisatorisch erfolgt, das lässt sich mit unseren Erfahrungen aus der Vergangenheit nicht mehr herleiten. doch, Möglicher. Widerspruch. Aufgrund der Gesetzmäßigkeiten schon. Ja, dass das gewaltig ist und dass wir das so noch nicht kennen, ja. Aber diese wenigen Naturprinzipien und Gesetzmäßigkeiten, die gestatten uns, die Vergangenheit zu verstehen und auch die Zukunft. Das heißt nicht, dass wir die Einblicke haben. Aber ich stimme dir zu, es ist ein weltumspannendes Geschehen einer unglaublichen Dimension, die alle Lebensbereiche, das alle Lebensbereiche erfassen wird. Das kennen wir so nicht. Aber ich appelliere nicht an Tradition, sondern ich baue ausschließlich auf naturgesetzlichen Zusammenhängen auf, die ich überall jedem nachweisen kann. Und Also, auch im gesamtgesellschaftlichen Prozess, sogar im juristischen Geschehen. ich bin bei dir, dass es wichtig ist, sich vom System zu lösen, ein Stück weit unsichtbar zu machen. Wenn aber das System etwas dagegen hat, dass sich eine Parallelgesellschaft aufbaut, ja, die vielleicht ganz vielen auf einmal eine Zufluchtoption darbietet, die vom System nicht gewünscht ist, dann wird man vom System dann doch schon wahrgenommen. Und also ich bin ja dabei, diesen Plan da zu analysieren. Und ich sehe diesen Plan eben auch von Menschen, die sich da befreit haben und die uns Informationen weitergeben, wie der Befreiungsplan aussieht. Und da sieht meines Erachtens danach der Plan so aus, dass man sich schon mal in ein Gebiet zurückzieht, dass man sich in auch einem Gebiet trifft, wo, ich sag mal, der Hauptkampf irgendwie dran vorbeizieht. Ja, dass man sich Ja, da zwei, positioniert, ja. wo man einfach sagen kann, okay, da geht's nicht heiß her, da kann man in Ruhe, in einer gewissen Abgeschiedenheit so eine Community aufziehen. Also in Berlin oder in Wien oder in Mailand, Downtown würde ich das nicht machen. Ja, also das, da haben wir uns dann vielleicht missverstanden. Das sehe ich ganz nüchtern, irdisch, sachlich genauso. Und diese, ich denke auch nicht, das ist wieder die Frage, wie viele werden sich auf den menschlichen Weg begeben, jetzt dann angestoßen durch die Ereignisse erst recht. Das ist eine, bleibe ich dabei, bleibe ich eine, und das ist nur eine Einschätzung von mir, das kann ich an nichts belegen. Das wird eine so geringe Zahl sein, dass eine Parallelgesellschaft niemals entstehen wird. Okay. Also das kann ich mir bei allem, was ich über die Jahre und Jahrzehnte erlebt und beobachtet habe, überhaupt nicht vorstellen. Ich erfreue mich gerne am Gegenteil und ich kann nur noch mal betonen, es ist meine Einschätzung, aber ich sehe tatsächlich nicht den geringsten Anhaltspunkt dafür. Okay. Ich habe ja am Anfang hier, ich weiß nicht, ob du den Einspieler gesehen hast, von Pink Floyd, Sheep. Dargelegt oder eingespielt. Und du siehst hier, dieses Gebäude sieht aus wie ein Schaf, was auf dem Rücken liegt. Ja. Und da oben siehst du ja das Symbol des Schweins, eben die Schweinegrippe, beziehungsweise auch Corona ist ja irgendwie Schweinegrippe oder und bei diesem Lied von Pink Floyd geht es darum, dass die Zeiten jetzt hart werden und dass die Schafe, ja, die die Menschen jetzt erstmal sind, sie sind in ihrem Schafsdasein, aber dass das ganze Ding gut ausgeht. Und daran glaube ich. Ja, und diesen Plan, ich habe das Gefühl, der ist da, den dechiffriere ich und den gebe ich weiter. Und ich sage dir, es geht gut aus. Jeder spannende Ansatz ist es wert, verfolgt zu werden. Also Genau. du hast meine volle Aufmerksamkeit und Neugier.
Wie erfahre ich mehr von diesem Plan? Du kannst gerne mal öfters in unser Zoom-Meeting gehen. Du hast jetzt die Zugangsdaten und wir machen das jeden Abend um 8. Ich habe jetzt um 8 noch ein zweites Interview mit Ja. dem Robin Kaiser. Das wird, glaube ich, auch spannend. Ich fand eine spannende, du hast ganz viele spannende Sachen gesagt, aber ich würde vielleicht so eine Überschrift da jetzt herausholen, die da heißt, ey, geht in euren göttlichen Zorn. Ja, göttlicher heiliger Zorn, ja. Genau. Heil, heil, heilig, das ist ja alles wegweisend schon im einzelnen Wort, ja. Du weißt, wo das Wort Heil eigentlich herkommt, oder was das Heil ursprünglich bedeutet? Also, ich kenne Wortspiele drumherum, aber sag's mir, was du gefunden hast. Also im Englischen gibt es ja Happiness und die Steigerung von Happiness ist Bliss. Im Deutschen gibt es glücklich, glücklich sein und die Steigerung von glücklich sein ist Heil. Interessante Sichtweise. Lass ich mal sacken. Okay. Gut. Ja, lieber Andreas. Ja, lieber Uli, dann rufen wir den Menschen mal zu, geht in euren göttlichen Heiligen. Ja. Bewegt deinen Arsch auf Deutsch. Ja, ganz genau. Fühle dich ganz lieb umarmt. Ja, ich umarme dich auch, Andreas. Alles Gute und mögen viele aufmerksam dir lauschen und aktiv werden. Ganz genau. Alles. Bis bald. Tschüss. Danke dir. Ciao. Ciao.